Ja, auch Männer brauchen ab und an eine Typveränderung. Ein kleines Beispiel gefällig? Sturm der Liebe-Star Lorenzo Patané macht es vor. Der Schauspieler ist auf 9 Fotos nicht wiederzuerkennen. Zur Erinnerung, so sieht der Darsteller von Robert Saalfeld noch vor kurzem aus. Ordentlich zurechtgemacht, in Anzug mit stets glatt rasiertem Gesicht. Ein angemessenes Erscheinungsbild für einen Sternekoch am Fürstenhof. Privat hat's Lorenzo lässiger lieber. Der 44-Jährige verzichtet auf Schlips und Kragen und lässt den graumelierten Bart wachsen. Vom Saubermann zum charismatischen Vollbartträger. Ja, Lorenzos neuer Look steht ihm außerordentlich gut. So ungezwungen könnte das Multitalent ruhig auch mal den traditionsreichen Fürstenhof aufmischen. Den Zuschauerinnen würde es sicherlich gefallen. Übrigens finden wir, dass Lorenzo mit Vollbart aussieht wie Schauspieler Heiner Lauterbach. Nur mit deutlich mehr Haar, versteht sich.